Ich bin's wieder, Melanie von Mifisch Bastelecke. Heute zeige ich euch das vierte Set der Produktlinie, was eigentlich mein Lieblingsset ist. Denn in diesem Set ist ein Leuchtturm enthalten. Und ich finde diese Sachen mit Leuchttürmen, Anker, alles was mit dem Meer eigentlich zu tun hat, toll. Wie auch in den vorhergehenden Sets ist ein Stampin' Pot dabei. In Pazifikblau. Es ist auch wieder ein Stempelblock dabei. Dann haben wir ein Stempelset mit den Sprüchen Du warst meine Rettung, Glückwunsch, Danke, Ahoi, Auf zu neuen Ufern, Du bist mein Anker und für dich Leuchtturm, Anker, Schiff, ein bisschen maritime Sachen. Eine Kordel ist dabei, so ein bisschen die Optik von einem Tau. Dann haben wir Mini-Dimensionals dabei, kleine Klebepunkte, wie auch in den vorhergehenden. Dieses Mal, was ich ganz schön finde, ist eine Box mit dabei, die schon vorgestanzt ist und auch vorgefalzt ist. Man muss also nur noch nachfalzen, zusammenkleben. Das ist dann das Unterteil von der Box und diese Teile hier sind entsprechend dann den Banderolen zu dieser Box, die man noch dekorieren kann. Es sind auch wieder 10 Umschläge dabei. Dieses Mal sind es 10 quadratische Kärtchen. Die sind alle identisch. Und diese Kärtchen haben jeweils 2 Designs. Einmal diese Leuchtsachen für den Leuchtturm. Ein bisschen Wellen, die Anker, blaue Streifen und rot. Ebenso dabei sind verschiedene Banner, Kreise, kleine Anhängerchen, Herzchen oder auch hier ein Aufleger eben für die Karten. Und zu guter Letzt sind noch Anker und Leuchttürme. Da sind 2 Bögen mit dabei, wo man Karten und die Box eben mitgestalten kann. Wie auch in den bisherigen Boxen ist auch in dieser Box wieder prinzipiell eine Anleitung mit dabei, an die man sich gegebenenfalls halten kann. Aber man kann auch selbst kreativ sein und das nur als Inspiration nehmen, wie auch vorher schon, was man dann für die einzelnen Projekte bräuchte und die einzelnen Anleitungen dann dazu.